Hallo, heute haben wir Chris, den Co-Founder von MM Crypto. Ich bin Maria Bolchok und ich freue mich, ihr hier zu haben. Dankeschön. So, was hat euch dazu gebracht, einen YouTube-Kanal zu erstellen? Also kurz und knackig, wir haben damals ICOs analysiert, wir haben ungefähr 1000 Stück analysiert, aber am Anfang haben wir eben klein angefangen und geschaut, welche jetzt Scams sind und welche ein gutes Investmentobjekt sind. Und dann haben wir so ein paar ICOs investiert und es ging extrem gut und wir haben dann angefangen, das in einem Excel-Spreadsheet zu dokumentieren und ja, irgendwann dachten wir uns, wir wollen das mit der Öffentlichkeit teilen, haben einen YouTube-Kanal gemacht, einen Telegram-Kanal, haben alles mit den Leuten geteilt und die haben sich das angeschaut, haben dann Research gemacht, selbst investiert, haben super Plus gemacht, wir haben alles seinen Lauf. Welche Personen würdest du interviewen und wieso? Interviewen, also wir haben ja schon viele Leute interviewt, so Tone Vase, Richard Hart und so. Eigentlich geht es uns immer darum, irgendwie einen Trend zu catchen, aber auch zumindest Leute zu erwischen, die irgendwie Ahnung von dem haben, wovon die reden. Wie zum Beispiel Tone Vase ist ein Tip-Top-Trader. Dafür kann er andere Sachen weniger gut, aber in seinem Gebiet ist er mega gut. Und er ist trending, die Leute klicken das. Also solche Leute nehmen wir immer gerne. Da Vinci haben wir sogar in unser Team aufgenommen. Er ist jetzt einer der Bosse bei uns. Also ja, Leute, die Ahnung von dem Gebiet haben und die gerne gesehen werden von den Leuten. Was sind deine Lieblings-Krypto-Projekte? Bitcoin auf Nummer 1, ganz wichtig. Bitcoin ist auf Nummer 1. Dann maximal noch Monero, Ethereum und ein paar andere vielleicht, wo ich mich aber nicht wohlfühle, das zu sagen, weil vielleicht irgendwer dann da reinspringt und das ist extrem risikoreich. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Also wenn irgendwas schief geht, wenn Programmierer auf einmal das Projekt flachlegen und nichts mehr dafür machen, dann, wie zum Beispiel bei NXT, die Programmierer sind einfach weggegangen und das Projekt geht dann gegen null. Also man kann sein ganzes Geld verlieren, wenn man in irgendwie kleinere Projekte investiert. Welche Ziele hast du in Blockchain? Also unser Ziel, ich bin ja nicht alleine, wir haben ein großes Team, unser Ziel ist, Bitcoin in den Mainstream zu bringen oder zumindest signifikant zu helfen, den in den Mainstream zu bringen, so viele Leute zu erreichen wie möglich, natürlich riesige Reichweite zu haben und am Ende, wenn Bitcoin und Blockchain auf der ganzen Welt verteilt ist, dass jeder unseren Namen kennt und jeder sagen kann, wir haben geholfen auf dem Weg dahin zur Mainstream-Vision. Dankeschön. Ja, hat mich gefreut. Bye-bye. Okay.